das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Was nun? Auf ein Wort. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hensel und ich begrüße Sie herzlich auch im Namen meiner Kollegen Detlef Rüsing und Christian Müller-Hergel. Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die uns Feedback gegeben haben. Das ist ja möglich unter jedem Beitrag im Kommentarbereich. Oder Sie schreiben uns eine Mail an dzla@hs-osnabrück.de. Die Förderung des DZLA läuft ja leider in Kürze aus. Und ja, wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal bitten, uns Hinweise auf Förderprogramme zu geben oder wenn es Ihnen selbst möglich ist, uns zu fördern, uns zu kontaktieren. Und zwar kontaktieren Sie am besten meinen Kollegen Detlef Rüsing unter der d.rüsing@hs-osnabrück.de. Bevor wir uns ansehen, was Sie im Mai von uns erwarten können, schauen wir noch einmal zurück auf den April. Da waren wir gestartet mit dem Beitrag Lebensqualität von Menschen mit Demenz einschätzen. Dann hatte mein Kollege ein kritisches Glossar zur Organisationskultur in der Pflege veröffentlicht. Dazu finden Sie auch ein Video hier oben in dem i. Dann hatte ich einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Homecare. Und beendet wurde der Monat durch den Podcast Wissenstransfer von Detlef Rüsing. Diesen Podcast finden Sie ab sofort auch hier auf YouTube. Hier oben in dem i ist die Verlinkung zu der letzten Folge. Weitere Folgen finden Sie in der Playlist. Dann schauen wir jetzt auf den Monat Mai. Was werden wir für Sie veröffentlichen? Wir starten mit einer Fallbesprechung. Dann möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass am 12. Mai der Internationale Tag der Pflege begangen wird. Vielleicht auch für Sie noch einmal die Möglichkeit, auf die einzelnen Themen und auch die drängenden Themen der Pflege hinzuweisen. Anschließend wird es eine Folge von Im Gespräch mit Christian Müller-Hergel geben zum Thema Wissenstransfer. Dort wird der Kollege noch einmal gemeinsam mit mir Rückschau halten auf die vergangenen Jahre des Wissenstransfer und die Arbeit im Dialogzentrum Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück. Als nächstes werde ich einen Beitrag veröffentlichen zum Thema Achtsamkeit. Das ist ein großes Thema, nicht nur in der allgemeinen Arbeitswelt, sondern auch speziell in der Pflege, wo die Belastungen natürlich immens sind und die Arbeitsverdichtung. Und gemeinsam mit dem Kollegen Christian Müller-Hergel habe ich mir zu dem Thema Achtsamkeit und Selbstpflege Gedanken gemacht und für Sie dann zusammengefasst. Als nächstes veröffentlicht der Kollege Detlef Rüsing einen Lichtblick aus der Gerontopsychiatrie zum Thema Sexualität und Demenz. Und als letztes gibt es wieder eine Folge des Podcastes Wissenstransfer mit Detlef Rüsing. Wir möchten uns bei Ihnen für das Feedback und die Aufmerksamkeit in den letzten Wochen bedanken. Sehr oft geklickt wurde ja von Ihnen das Video zur frontotemporalen Demenz, das Haustheater mit Christian Müller-Hergel und Detlef Rüsing. Das gesamte Team des DZLA wünscht Ihnen trotz aller Widrigkeiten einen guten Start in den Mai. Auf ein Wort.